Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in New York City. The Division geht weiter. Hier seht ihr mal meinen Charakter von Nahen mit Cappy und so. Hinter mir ist eben eine Ratte langgelaufen. Da ist sie. Da, die Ratte auf der rechten Seite an dem Mülltonnen. Okay, es geht weiter. Ich bin in der Nähe von Camp Hudson und habe hier mal die Kampfmissionen angewählt. Boah, guck mal die Ratten an, ey. Die sind, das sind keine Ratten. Die sind so groß wie Waschbären, Alter. Zivilisten gescannt. So, rein nach Chelsea. Und dann ist das ja auch hier die letzte Mission von Chelsea. Danach muss ich mich im Camp Hudson melden. Dann nochmal alles zurückbringen. Na, warte mal, hier sind Gegner in der Gasse. Oder? Ja. Wo stehen die? Da! Das ist fast zu einfach, ja. Bam, Junge! Er ist explodiert. Was hattest du denn in dem Arsch, dass du explodiert bist, weil ich auf dich geschossen habe? Okay, Rekrutenrucksack. Dankeschön. Und hier haben wir auch noch eine Kiste irgendwo. Da. Na gut, das ist ein Päckchen. Kann man ja schon nicht mehr Kiste bezeichnen, diese kleinen Dinger hier. Okay. Wir müssen da vorne die Feindbasis angreifen. Das ist also irgendwie so ein Bandenversteck. Und da stehen auch welche. Arcog, wie sie am Start. Hab's. Ganz schön verteilt hier, die Leute. Gehören die mit zum Bandenversteck? Oh, die Rattenfamilie. New York, sowieso eine Stadt mit vielen, vielen Ratten. Und jetzt bei so einer Epidemie oder Pandemie hier. Da sind schon wieder welche. Was habt ihr davon? Blöde Schweine. Hoffentlich komme ich hier auch an das Ziel, dass ich hier irgendwo gleich zur Seite gehen kann. Hier haben wir ein Handy, eine neue Aufnahme. Klage in der Radiosendung. Hallo, Sie sind jetzt auf Sendung. Ja, ich will nur allen sagen, dass das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das Ende der Welt oder so. Die Welt hat schon lange vor uns existiert und sie wird noch lange nach uns existieren. Was wir jetzt sehen, ist nur unser gerechter Lohn. Wir misshandeln den Planeten. Wir misshandeln die Gesellschaft. Wir misshandeln uns selbst. Es ist also überhaupt nicht unfair. Aber hoffentlich ist es diesmal nur eine Warnung und zukünftige Generationen lernen aus unseren Fehlern. Mehr wollte ich nicht sagen. Gott segne uns alle. Okay. Hat er sich bei einer Radiosendung ausgeheult? Alter. Nein, nein, nein. Triss mich nicht. Ich gehe links und rechts tänzeln. Ich tänzel wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Oder so ähnlich. Okay, die sind auch tot. Ja, ich kann auch hier rumgehen jetzt. Ja, ja, da hat er schon recht. Die Erde hat schon lange vor uns existiert. Die Menschen sind hier jetzt nur ein kurzer Abschnitt. Wer weiß, was nach uns kommt, ne? Was hat er denn hier, ey? Was ist er jetzt? Hey! Ja? Ich hab nichts gegen Sie! Ich will doch gar nicht. Warum haben die mal alle Schiss? Nur weil ich bewaffnet bin oder was? Hier laufen andere auch rum, die bewaffnet sind. So, ich bin glaube ich ein kleiner. Oh, da sind sie. Feindhauptquartiere entdeckt. Okay. Den Anführer ausschalten. Sieht man da oben. Drei Balken hat er. Der ist auch lila oder was? Die sind überall. Bleib locker. Hier ist kein Mensch. Hier, pass mal auf. Haha, hier ist kein Mensch. Aber ich bin hier! Und ich bin eine Maschine, Alter. Nein. Du machst mir keine Angst. Ah, da ist der Boss. Hat kein Schild mehr. Der flankiert mich aber ganz gut gerade. Okay. Jawohl, hab ihn. HQ neutralisiert. JTF-Leitstelle informiert. Okay, der hat Klamotten fallen lassen. Einfache Ushanka. Die Ushankas finde ich aber hässlich, diese Mützen. Ja, dann noch Medipack fallen lassen, nehme ich mir noch mit. Okay, habt ihr noch was gehabt hier? Das war euer Bandenversteck und ihr habt hier nicht mehr irgendwie coole Sachen rumliegen. Doch, hier ist eine Kiste. Aha. Was ist das denn? Karabiner Classic M44? Ist das ein Sniper? Wenn ja, da habe ich Bock drauf. Schau ich mir doch gleich mal an, das Ding. So, wir hatten hier noch einen Rucksack, der mich verschlechtert.
gleich zum Schrott packen. Blaue Handschuhe, da werde ich, glaube ich, nichts Besseres gekriegt, nee. Okay, schau mich mal das Ding mal an. Wo ist denn dann? Da ist das. Karabiner Classic. Präzisionsgewehr ist es. Ah, macht aber weniger Schaden als meine M4. Aber ich könnte es austauschen gegen diese graue scheiß Schrotflinte hier. Das macht Sinn. Okay, so. Die noch weg. Die Schrotflinte kommt auch weg. Habe ich noch irgendwelche Mods für meinen Snipe, was ich darauf bauen könnte? Einen habe ich hier. Ah, das Schalldämpfer, den habe ich schon auf meiner anderen Waffe drauf. Zieloptik, die würde ich gerne runterbauen, ehrlich gesagt. Warte mal, ich habe doch hier das ARCOG-Visier drauf, ne? Auf der M4. Das brauche ich da nicht eigentlich wirklich, nicht so wirklich. Nicht so wirklich? Brauche ich nicht wirklich? Ablegen. Ich baue das ARCOG-Visier auf den Sniper rauf. Weil ich mag diese Sniper-Visiere hier nicht in dem Spiel. Die sind einfach überflüssig, meiner Meinung nach. Nein, nicht der Schalldämpfer. So, ARCOG-Visier auf dem... Das Blöde ist aber, das ist ein Karabiner, ne? Das heißt, dann ist ein Schuss und dann nachladen wahrscheinlich. Ja. Ich behalte es trotzdem mal. So, ich bin jetzt hier fertig, ne, in Chelsea. Das war der letzte Kampf hier. Hier habe ich auch nichts mehr. Waffenteile, das wird mir immer noch angezeigt. Übrigens habe ich rausgefunden, in diese Geschäfte, Elektrogeschäft und Waffenteile und so, da kann man immer wieder hin und das Looten, die sind noch da. Die Waffenteile weiß ich nicht, aber hier in diese Geschäfte kann man nach einer Zeit wieder reingehen und das nochmal looten. So, ich muss jetzt hier Camp Hudson... Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Wie ich jemals ohne dich durch den Winter gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Bei deiner Rückkehr wartet hier ein kleines Dankeschön. Komm ich doch mal besuchen, ja? Wenn schon meine Kinder keine Zeit finden, dann vielleicht doch du? Ja, muss ich da sowieso. Hab nämlich das Stadtteil Chelsea somit abgeschlossen. Und dann muss man dann am Ende, wenn man alle Nebenmissionen da gemacht hat in dem Gebiet, wieder zu dieser Person hin, die einen die Aufgaben auch gegeben hat. So, und da liegen welche. Da kann ich auch hier mein neues Sniper ausprobieren. Nehmen wir mal den da erstmal. Komm schon, beweg deinen Kopf noch einmal. Oh, Headshot. One-Shot. 3400 Schaden. Auch wenn es Karabiner ist, gegen die geht's. Gefällt mir. Einmal das Schnellfeuerding. Zivilisten gescannt. Braucht er Hilfe? Nein. Einmal das Sniper. Und einmal mein Dingsgewehr. Oh. Gott. Man braucht zwar nur einen Schuss, aber den musst du dann auch erstmal treffen, mein Freund, ey. Mir kommt aber das vor, als kommt der Schaden von dem Ding echt spät an, ne? Ist ein Karabiner, schießt langsam, die Kugeln sind wahrscheinlich veraltet. Oh, ein Vogel. Schade. Okay, hier ist Camp Hudson wieder. Ich kann auch hier rein, ne? Hier ist auch ein Eingang. Keine Lust rumzulaufen. Ja, nicht wirklich ein Eingang, aber da vorne ist es halt. Schau mal an, was ich dann von der Dame noch als Belohnung bekomme. Vielleicht auch weitere Missionen. Sicherer Bereich. So, da sind wir angekommen. Hier sind auch wieder andere Spieler unterwegs hier. Normalerweise. Wollen wir wetten, sie wird mich gleich wieder Schätzchen nennen? Das ist ihr Lieblingswort. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mal hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Nun ja. Das war's? Mehr hast du nicht zu sagen? Mehr hat sie nicht zu sagen. Na dann. Gibt's irgendwas, das sie brauchen? Was sie sehen, wird ihnen gefallen, oder? Die Joint Task Force.
Also Cops, Feuerwehr, Rettungsdienst. Die kommen weg. Das andere baue ich auseinander. Ich habe nur eine Handfeuerwaffe in eine neue. So gefällt mir das. Wo hab ich die denn her? Ich glaube, sollte ich mal anlegen oder so. Ich muss mal den Schrott auseinandernehmen hier. Waffenteile Stoff. Braucht man Stoff. Handfeuerwaffe. Ich habe ja hier noch eine grüne. Nehme ich mal die. PX5. Und die hier gleich wieder auseinandernehmen. So. Okay. Läuft doch. Dann kann ich doch jetzt weitergehen, wenn hier nichts mehr angezeigt wird. Hier ist nichts mehr. Dann muss ich nach hier oben. Das ist das nächste Gebiet. Pennsylvania Plaza. Da habe ich da einen Einsatz. Hier wäre aber auch noch ein Kampf. Der ist sogar dichter. Dann nehme ich einfach den Weg noch mit so. Okay. Wird ein langer Fußweg. Egal, es ist schönes Wetter. Da kann man auch mal zu Fuß gehen. In New York. 8 Kilometer sind das. Nee, 0,8. 0,7. Und zwar ist es Geiselrettung. Aber immerhin schon ein komplettes Stadtteil gesäubert. Chelsea. Und so werde ich in dem Let's Play auch vorgehen. Dass ich immer so die ganzen Stadtbezirke fertig mache. Bin jetzt zwar in der Hauptstory noch nicht so weit fortgeschritten. Habe auch meine Operationsbasis noch nicht freigeschaltet. Aber wie gesagt, ich habe ja Zeit. Warum soll ich hier alles auf Hektik spielen? Neues Spiel. Noch ein bisschen entspannt die Stadt genießen. Wie gesagt, die Stadt ist auch viel zu schade, um hier einfach so durchzulaufen, ohne sich mal, ja, einige Sachen überhaupt anzuschauen. Dann gibt es noch die ganzen Sammelobjekte, die man noch finden muss und so. So wie hier zum Beispiel ist wieder was. Bin ich fast wieder dran vorbeigelaufen. Hier ist ein Laptop. Gehört denn wahrscheinlich der Leiche da. Die richtige Vorgehensweise. Diskussion, wie man Zivilisten beraubt. Diskussion, wie man Zivilisten beraubt? Geil. Tun. Die Waffen sind okay. Tun es also. Und wenn sie Kinder haben? Du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht? Dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Ihre hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Nein, oh Gott. Ihr habt Familie, die anderen haben auch Familie. Aber beide Familien wollen überleben. Und dann gewinnt die Familie, die stärkeren Männer haben. Die dann dafür sorgen, dass Nahrung rangeschafft wird, wenn hier Chaos ist. Der Stärkere überlebt, ist es ja dann in solchen Zeiten immer, ne? Hat man in dem Gespräch eben wieder rausgehört. Das ist schon schlimm, sowas. Zivilisten sind es hier nur. Warum wollen sie das tun? Warum will ich was tun? Die Straße finde ich auch immer wieder schön hier. Ist so schön. Es ist so schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist. Aber es ist cool, wenn man Audioaufnahmen bekommt. Zwischendurch. Das verkürzt dann die Laufzeit hier. Und dann hat man wieder ein bisschen Gesprächsthema. Weil man hat in The Division ja halt keine Fahrzeuge. Man kann Schnellreise machen, aber Schnellreisepunkte habe ich noch nicht freigeschaltet. Dafür brauche ich erstmal meine Operationsbasis. Ich hole mir jetzt erstmal da vorne die Geiseln. Bin ich falsch gelaufen? Man sollte doch immer der Linie lang folgen. Die kennt den Weg, die Linie. Weil wenn die sagt, ich soll hier lang gehen, dann kommt man da die Straße wahrscheinlich nicht darum. Rauben Sie mich jetzt aus? Ich raub dich nicht aus, ey. Alles paranoide Zivilisten. Cool, Vampirzähne. Da sind Gegner. Waffe wechseln. Die haben mich noch nicht gesehen. Hat er eben gesagt, nicht schon wieder. Sein Freund kriegt einen Headshot vom Sniper und er sagt, nicht schon wieder, oh mein Gott. Wohl ein Szenario, was er des Öfteren kennt. Auch hier, guck mal, wenn man es einfach so hier hinstellt, ne? Der Rauch sieht verdammt geil aus. Die Wassertürme und dann auch allein diese Beleuchtung von dieser Stadt. Da muss man halt auch mal innehalten, sich das mal reinziehen. Und nicht immer nur meckern, von wegen Grafik-Downgrade. Da sind die Zivilisten. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Hab dich. Hängt ihn
Alter. Alter. In den Kommentaren hat gestern einer gefragt, ob The Division Zielhilfe hat. So wie ich hier schieße, seht ihr ja wahrscheinlich dann. Nö. Na guck mal, so ist viel, viel besser ohne Arco-Visier. Sollte ich immer ohne schießen. Okay, das war's, hieß Zivilistenbefreiung. Aber hier ist noch was. Ne, da, die sind da drin im Laden, alles klar. Das ist eine Arztpraxis oder so, ne? Hier haben wir die Apotheke. Gegen Allergien und so, Vitamine. Und hier hinten im Wartebereich, oder nach dem Wartebereich, sind Geiseln eingesperrt. Die klopfen gegen die Wand. Hier im Raum ist nichts. Das ist ein schönes Behandlungszimmer. Hier ist irgendwo ein Schlüssel für die Tür. Bitte. Ein Schlüssel. In der Apotheke oder was? Da hinten liegt er. Hab ihn. Kommen noch Gegner hier rein? Nein. Okay, bin da. Zivilisten sind in Sicherheit. Was hast du denn für eine Hose an, ey? Hast du eine kurze Hose über deine lange Hose angezogen? So eine Basketballhose über deine lange Hose. Das ist scheiße, Dicker. Wer rennt denn so rum? Sieh dir mal was. Sprachlos. Ganz ehrlich, wenn du so rumläufst, dann musst du echt nicht damit überrascht sein, dass du in solchen Räumen hier eingesperrt wirst. Mit solchen Klamotten. Eine MP7. Auch nicht schlecht. Aber ich habe ja schon zwei Waffen. Ich bin eigentlich recht zufrieden hier mit dem Karabiner. Dann hier mein Sturmgewehr. Und hier die neue Pistol. Pistol-Munition hat man übrigens unendlich. Die einzige Waffengattung, die unendlich Munition hat. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Okay. Was wäre dann die nächste Aufgabe? Die hier, das ist ja gleich um die Ecke. Und dann erst da hoch zum Einsatz. Komm, die nehme ich auch noch mit. Viel zu machen hier. Oh, da sind wieder welche. Okay. Jawohl. Dann werde es in der nächsten Folge, kann ich aber schon mal sagen, Hauptgeschichte geben. Da werde ich mich dann... Oh, hier ist ein Handy. Da werde ich mich dann um die um meine Operationsbasis kümmern und das dann machen. Die haben mich noch nicht bemerkt. Kann man immer gut ausnutzen. Die plündern da den Arm. Komm schon. So. Die sind down. Jetzt geht es hier hinten aber noch eine Aufzeichnung. Wieder ein Laptop. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann. Ich musste abhauen. Nichts. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Punkt? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Okay, ihr habt's gehört. Alarm, empfange JTF. Ah, der ist... Die durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plündere an und im Visier! Ich bin doch schon da, Mann! Hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Ja, aber nicht jetzt. Ich muss hier noch mit dem Mann reden. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer. Das habe ich schon gehört! Halt die Klappe! Wir werden massiv angegriffen! Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Bitte, bitte, sag das jetzt nicht nochmal, ey. Da habe ich zweimal die gleiche Funknachricht hier gehört. Ich war doch noch in einer ganz anderen Mission unterwegs. Warnung,
Feindkräfte nähern sich. Ich weiß, aber hier sind Technikladen. Ich bin im Apple Store gerade drin. So, jetzt mal hier den Leuten helfen. Ah! Ein Headshot nach dem anderen hier. Feindkräfte nähern sich. Ich musste hier beschützen erstmal. Das war die Aufgabe, die ich sowieso machen wollte. Dann tut Fei Lau die ganze Zeit dann dazwischenreden, ey. Wie unhöflich. Kommt da mit einem Baseballschläger an, wenn ich ihm Snipe hänge. Den habe ich auch nicht geschafft. Da ist er. Nein. Headshot. Boah, ich glaube, ich spiele nur noch mit den Karabiner, ey. Oh, oh. Das Nachladen dauert auch gar nicht so lange von dem Ding. Headshot. Okay, die Aufgabe ist auch noch abgeschlossen. Kampf abgeschlossen, Sicherheitsflügelgüter. Ja, yeah, da freuen sie sich hier. So. Das war die Aufgabe, die ich noch machen wollte jetzt in dieser Aufnahme. Ihr habt den Funkspruch gehört von Fei Lau. Das ist da der Einsatz, der da gerade aufleuchtet. Da gehe ich in der nächsten Folge weiter. Dann geht es nämlich hier nach dann in die Operationsbasis, die sich dann hier oben befindet. Und da werde ich dann erstmal alles schön angucken und inspizieren, würde ich mal sagen. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute, hier in der Folge von The Division, wo ich meinen Karabiner geholt habe, was mir echt gut gefällt. Also, ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge, wenn die Hauptstory weitergeht. Also, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.